Weiter geht es heute hier im Live-Programm bei Pearl TV mit Home Decorations. Und passend zum Anlass, passend zur kommenden kalten Jahreszeit und zum goldenen Herbst, möchten wir Ihnen nicht nur schöne Dekorationsvarianten vorstellen, sondern vor allem auch etwas für Ihre Luftqualität zu Hause tun. Und da hat Anne-Kathrin gesagt, Luftbefeuchtung ist wichtig, aber stilvoll soll es doch bitte sein. Es gibt ja Luftbefeuchter, aber manchmal wünscht man sich, dass die einfach ein bisschen schöner aussehen. Du weißt ja selbst, wir Frauen, wir dekorieren unfassbar gerne. Und da habe ich heute viele, viele verschiedene Zimmerbrunnen mitgebracht. Und die haben eben die Funktion, dass sie ihre Raumqualität um ein Vielfaches verbessern. Sie hören das vielleicht schon hier im Hintergrund plätschern. Und das sind unsere Brunnen. Und das sind wirklich nicht nur irgendwelche Brunnen, sondern naturgetreue Brunnen. Ich weiß noch, als ich zum Beispiel hier auch unsere nächsten Modelle, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, das sind echte Wurzeln. Aber wir beginnen natürlich erstmal hier mit unserem Modell Lotus Buddha. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von diesen tollen, beruhigenden Buddha, weil man hat ja heutzutage einen sehr stressigen Alltag, man muss so viel erledigen, einem geht so viel in den Kopf herum. Und jetzt schauen Sie sich mal dieses Gesicht an, das ist so beruhigend, so meditativ. Und da sehen Sie jetzt hier, in der Mitte hält er eine Kugel. Und die wird jetzt angetrieben durch das Wasser. Ja, wir haben nämlich in der Mitte hier Wasser eingefüllt und das hört man ja auch so schön plätschern. Und du weißt ja selbst, Vivien, wenn du irgendwie an einem Wasserfall bist oder zum Beispiel in ein Aquarium schaust, immer wenn man irgendwo was plätschern hört, das hat doch was Beruhigendes, findest du nicht auch? Absolut. Es hat sowas Beruhigendes. Wir sind ja auch hier eben durchs Studio gegangen. Hier sind überall Scheinwerfer. Hier ist viel zu tun. Aber wenn man sich hier hinsetzt, Anne, und diesen Buddha anschaut und in diese Kugel starrt und dazu noch gepaart dieses Wasser plätschern hört, dann hat man gleich das Bedürfnis, mal tief durchzuatmen und sich wieder zu resetten. Ja, das stimmt. Also das macht man viel zu selten. Das wissen Sie doch auch, oder? Dass man viel zu viele Sachen im Kopf hat, aber dass man sich auch mal Zeit für sich selbst nimmt, das macht man sehr selten. Weil man wohnt vielleicht auch in einer Umgebung, wo man jetzt sagt, ja, ich fühle mich zwar wohl, aber irgendwie kann ich nicht abschalten, weil da sehe ich den Fernseher und da sehe ich diese Ecke, die mal wieder aufgeräumt werden könnte. Aber schauen Sie dem Buddha doch einfach mal ins Gesicht oder auf diese beruhigende Kugel. Ich finde, das hat so was Meditatives, auch seine Handbewegung, ja, das steht hier eben für Frieden, für Gleichheit. Und das ist natürlich auch, gerade der Buddhismus steht ja auch für Offenheit, für Gleichheit, alle sind gleich. Und man geht ja auch zum Yoga oder zum Pilates, um eben seine innere Ruhe zu finden. Ja? Und das ist natürlich auch, du weißt es selbst, in vielen Yoga-Studios, da stehen dann die Buddhas. Ich habe übrigens auch ein Zuhause und ich muss jedes Mal sagen, ich freue mich, wenn ich diesem Buddha einfach nur ins Gesicht schaue, weil das hat so was Beruhigendes, das müssen Sie mal ausprobieren. So wird Ihnen das dann auch gehen. Und gerade auch so mit dieser Lotusblüte, die jetzt eben nochmal in einem anderen Ton gehalten ist, ich finde, das passt auch in jede Einrichtung, oder? Absolut, passt in jede Einrichtung und du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Man versucht ja, die innere Ruhe zu finden. Mhm. Mir hat da auch eine Zuschauerin von uns vor kurzem erst geschrieben, 2-3 Tage ist es her, wo sie geschrieben hat, Mensch, sie hat so viele Dinge im Haushalt, die sie machen muss, hat sie gesagt. Ja. Obwohl natürlich, wir wissen, wir müssen nichts machen. Aber trotzdem, man sieht, die Wäsche wird oder muss gemacht werden. Man sagt, Mensch, man will nochmal aufräumen. Man kümmert sich um das Auto, man kümmert sich um den Garten, um die Haustiere, um die Kinder, um die Enkel. Und man selbst steht ständig unter Strom. Ja. Und deshalb ist es schön und da helfen natürlich auch so Zimmerbrunnen, abends einfach mal nach Hause zu kommen und zu sagen, jetzt ist Ruhe. Ja, also das stimmt. Viele haben sich da auch ruhig 2-3 bestellt. Eins fürs Wohnzimmer, aber viele stellen sich das auch im Schlafzimmer auf, weil du kennst das selbst. Du bist total übermüdet. Du bist total fertig. Ja, du ja auch. Du hast ja auch nach der Arbeit, gehst du noch trainieren und hast dann noch den Haushalt und deinen kleinen Hund. Und dann fällst du todmüde ins Bett, aber du kannst nicht schlafen. Ist das auch schon mal so gegangen? Ja. Das liegt daran, weil du immer noch, dein Kopf kann nicht abschalten. Du hast 1000 Gedanken im Kopf. Und jetzt stell dir mal vor, du liegst im Bett. Allein schon dieses Plätschern. Ich bin mal ganz kurz leise.
Allein das Plätschern bewirkt natürlich bei uns, dass wir uns wohlfühlen. Das ist so ein bisschen, das entschleunigt, das nimmt dieses Tempo heraus. Und dann natürlich auch das Farbspiel. Du weißt selbst, Farben haben was unheimlich Beruhigendes. Und das ist ja auch eine dezente Beleuchtung. Und wenn du dann dem Buddha ins Gesicht schaust, glaub mir eins, du wirst automatisch müde. Probier das ruhig mal aus. Also das geht ja nicht nur uns so. Das ist ja auch bei unseren Zuschauern so, dass man wirklich so viele Gedanken im Kopf hat. Vielleicht haben sie auch viele Sorgen, viele Probleme. Ja, es gibt manchmal so Tage oder auch Phasen im Leben, da denkst du, die ganze Welt ist gegen mich. Da hast du wirklich das Gefühl, also jetzt kommt alles auf einmal. Und es ist immer so. Ja. Wenn es irgendwie schief läuft, Sie kennen das auch, dann kommt eins zum anderen und dann läuft es richtig schief. Und das stimmt. Und vor allem, Anne, ich meine, du weißt es selbst auch und Sie wissen es auch. Stress ist pures Gift für unseren Körper. Stress steht ja mit Rauchen auf einem Level. Ja. Und das wird uns manchmal gar nicht bewusst. Da ist es schön. Und Anne hat es angesprochen, wenn Sie merken, dass Sie abends nicht zur Ruhe kommen, dass Sie nicht einschlafen können, wenn Sie jetzt mit einem beleuchteten Zimmerbrunnen sich nicht nur schöne Farbspiele und vor allem eine tolle Luftqualität durch die Befeuchtung nach Hause holen, sondern vor allem auch mal einen Punkt, wo sie einfach loslassen können und sich auch selbst entschleunigen. Wir sind hier bei 23,70 Euro im TV-Sonderpreis. Hammer! Also der Preis ist wirklich ein Knaller, was wir hier für Sie ermöglichen. Du weißt es doch selbst, du liebst ja auch Dekoration und Dekoration ist schon teuer. Und wenn du dann noch so einen Buddha hast, ich habe alleine für meinen Buddha, also nur der Buddha an sich, habe ich allein schon 50 Euro damals gezahlt. Ne? Hier liegen wir bei 23,70 Euro mit dem gesamten Set. Zack, einmal Leitungswasser eingefüllt, an die Steckdose angeschlossen, schon kann es losgehen. NX7579569, die Buddha-Variante. Jetzt hast du aber zu Beginn schon gesagt, dass natürlich auch unter unseren Zuschauern viele, viele Naturfreunde sind, die einfach sagen, wenn ich mir einen Zimmerbrunnen nach Hause hole, dann soll der für mich Natur von draußen mit ins Heim bringen. Ja, und hier steht er wie ein Fels in der Brandung, unser Alpenfels. Und also Wandern ist was ganz, ganz Tolles, ob das im Wald ist, aber viele gehen natürlich auch gerne wandern und klettern oder lieben einfach nur diese Landschaft. Ne? Es gibt da ja auch schöne Landschaftsfotos, Kalender, die man sich nach Hause holt. Und das Problem ist aber, viele kommen einfach nicht mehr raus, weil sie zum Beispiel sagen, ich bin nicht mehr so fit, so vital. Das mit dem Klettern und Wandern, das war vielleicht früher mal, aber die Erinnerung, die möchte ich behalten und gleichzeitig natürlich auch ein tolles Raumklima mehr schaffen. Und Sie wissen ja selbst, wenn man in den Alpen wandern geht, das ist das Gesündeste, was man da wirklich seinem Körper tut, ja, weil du hast diese saubere, frische Luft in Kombination mit dem Wasser und das holen Sie sich nach Hause. Dieses kleine Bächlein, das Plätschern, diese Wohlfühlatmosphäre und wenn dann die Heizungszeit auch wieder losgeht, dann hast du ja einen tollen Effekt, weil die Heizungsluft, dann natürlich hier das Verdunsten des Wassers, dann hast du wirklich auch ein raumbefeuchtendes Klima, was ja super wichtig auch ist. Ne? Du kennst das ja selbst, wenn die Nasenschleimhäute sind, ich weiß nicht, hast du das manchmal? Kennst du dieses Gefühl? Ja, vor allem, dann hat man so eine ganz trockene Nase und sie merken das auch, dass sie vor allem in der Heizperiode meist anfälliger für Krankheiten sind. Kathi hat mir mal gesagt, die weiß das von einem Arzt, dass Krankheiten sich ganz, ganz schnell entwickeln können, beziehungsweise Bakterienkeime sich verbreiten, wenn die Schleimhäute nicht ausreichend befeuchtet sind. Und deshalb ist natürlich auch so ein Zimmerbrunnen ganz hervorragend bei Ihnen zu Hause in den Räumen, wo Sie sich entspannen. Anne, wir liegen auch hier mit 33,20 Euro wirklich in einem Preisrahmen, wo man sagen muss, ich dachte, dass so ein Zimmerbrunnen 60, 70, vielleicht sogar 80 Euro kostet. Ja, ja, kostet der normalerweise auch, laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers. Haben Sie bestimmt auch schon gesehen. Die stehen ja überall, die sind ja topmodern. Die siehst du ja auch in jeden Dekorationszeitungen. Aber jetzt zum TV-Sonderpreis für 33 Euro, das ist schon eine einmalige Gelegenheit. Also wirklich ein richtiger Hingucker als Luftbefeuchter. Nicht diese klassischen Plastik-Luftbefeuchter, die man sonst so kennt, sondern wirklich ein ganz besonderes
das Highlight, was sich jetzt auch endlich mal jeder leisten kann, weil hier hast du wirklich dieses tolle Plätschern, du hast die Luftbefeuchtung, du hast ein tolles Ambiente, was man sich nach Hause holt. Und es ist natürlich auch, wenn man jetzt träumt, wenn man gerade in Erinnerung schwelgt, vielleicht vom letzten Urlaub, der schon wieder viel zu lange her ist, dann holst du dir auch so ein Stückchen Erinnerung nach Hause, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da voll und ganz bei Ihnen. Und ich weiß, dass Sie schon öfter mal geliebäugelt haben. Vielleicht mit einem Teich bei Ihnen im Garten. Aber auch im Innenbereich. Wie kann man denn da für entspannende Elemente holen? Vielleicht denken Sie auch hier an Partner und Partnerin zum Beispiel, Anne-Kathrin. Mhm. Vielleicht hat man einen Partner, der immer in Stress ist und man selbst ist ein Ruhepol, aber sagt, man möchte seinem Gegenüber auch was Gutes tun. Mhm. Da können Sie natürlich hier auch gern zugreifen. Das sind ja jetzt wirklich Preise, und das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen, wo Sie sich ja eigentlich auch gar nicht entscheiden müssen. Ja. Wenn Ihnen jetzt zum Beispiel der Buddha gut gefallen hat, oder hier dann jetzt auch der Zimmerbrunnen Alpenfels, müssen Sie nicht überlegen, legen Sie sich da einfach beide in den Warenkorb. Also die Frage ist, welchen Sie nehmen oder ob Sie sich halt eben einfach für zwei entscheiden. Kann man ja dann auch für die jeweiligen Räumlichkeiten so ein bisschen je nach Einrichtungsstil variieren. Also das ist eine gute Idee, den Alpenfels vielleicht ins Wohnzimmer, den Buddha vielleicht auch gerne dann später ins Schlafzimmer. Das können Sie ja variieren, wie Sie wollen. Und ich finde immer, bei einem Preis von 33 Euro, da musst du auch keine Rücksprache mit dem Partner halten. Ne? Es gibt ja so Anschaffungen, da fragt man immer, Mensch, können wir uns das leisten? Brauchen wir das? Aber bei 33 Euro, das ist immer so ein Preis, wo ich mir denke, muss ich keine Rücksprache halten. Außerdem investiere ich ja in meine Gesundheit, beziehungsweise Sie in Ihre. Denn ein gutes Raumklima ist enorm wichtig. Und das bekommen Sie hier für ganz, ganz kleines Geld mit unserem Alpenfels. Sie benötigen noch die Bestellnummer. Ich lese die Ihnen mal schnell vor. Wenn Sie sich für den Alpenfels entschieden haben, lautet diese NX90025694 für 33,20 Euro. Ich muss wirklich sagen, dass man mit so einfachen Mitteln so eine Entschleunigung bei Ihnen nach Hause bekommt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Manchmal denkt man ja immer, was man für einen Hokuspokus veranstalten muss, um selbst zur Ruhe zu kommen, wenn es manchmal so kleine, einfache Dinge im Alltag sind, die Sie schon wirklich runterholen. So kommen wir auch zum nächsten, und der ist deutlich größer, noch ein bisschen prunkvoller. Aber wir bleiben jetzt bei dieser Felsvariante. Das ist jetzt die etwas größere Variante, die Felsspalte. Da sehen Sie, der Wasserfall, der kommt jetzt von ganz, ganz oben und plätschert dann zart hier unten hinein. Schauen Sie sich das mal an, wie schön das Wasser auch hineinläuft. Und ich muss wirklich sagen, die Verarbeitung, besser kann es nicht sein. Sieht das nicht wirklich aus wie ein echter Stein? Das sieht wirklich täuschend echt aus. Also da ist jetzt wirklich in puncto Qualität, bekommen Sie da was ganz, ganz Wertvolles nach Hause. Und diese Lebensqualität, die Sie auch hier mit nach Hause bekommen, die ist so wichtig. Guck mal, das sieht doch aus wie echtes Moos, oder? Also ganz ehrlich, es sieht komplett echt aus. Also das sieht so echt aus. Ich musste zwei, dreimal hinschauen. Selbst vom Nahen, das ist ja so mit Liebe zum Detail hier wirklich gestaltet. Man sieht hier einfach, mit wie viel Liebe zum Detail die Natur in die Innenräume, ins Zuhause geholt wird. Sollen wir noch mal ganz kurz ruhig sein, um das Plätschern zu hören? Gern. Warte mal. Wahnsinn, oder? Also dieses Plätschern ist für mich wirklich, da denke ich sofort an zum Beispiel auch einen Gartenteich oder Urlaub. Das hat für mich was ganz, ganz Beruhigendes. Und dieses naturgetreue Design, das liegt natürlich daran, weil alles handbemalt ist. Ja, das ist kein echter. Nein, das ist wirklich kein echter Stein. Das ist, ja, das sieht wirklich so aus, nur du kannst ja hier keinen echten Stein nehmen, weil dann würde ja wirklich Moos ansetzen, und das ist ja in der Wohnung dann eben nicht so schön. Hier reden wir von einem hochwertigen Material, von Polyresin, das können Sie einfach vergessen, aber nur, dass Sie es mal gehört haben. Und das ist so naturgetreu von Hand bemalt, dass du es wirklich nicht von einem echten Fels oder von einem Stein unterscheiden kannst. Aber das Wasser ist echt. Das Wasser ist echt. Wahnsinn. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verblüfft, muss ich sagen, dass das hier nicht echt ist. Also es ist natürlich echt. Wir haben hier Polyresin, du hast es gesagt.
detailreich handbemalt. Somit ist natürlich jeder Zimmerbrunnen ein Unikat. Mhm. Aber selbstverständlich, jetzt ist es natürlich auch einleuchtend, hätten wir hier einen echten Fels, würde natürlich jeder unterschiedlich aussehen. Und wir wollen natürlich jedem unserer Zuschauer jetzt hier die gleiche wunderschöne Felsspalte nach Haus bringen. Handbemalt, damit trotzdem ein Unikat. Und vor allem tun ja auch den Postboten was Gutes, indem wir Polyresin nutzen, oder? Ja klar, so einen echten Stein müsste der ja auch schleppen. Aber wie gesagt, ein echter Stein würde auch so nicht funktionieren, weil Wasser und der Natur, das würde irgendwann wirklich bemoosen und da hätten sie nicht lange Freude daran. Hier aber schon, hier haben sie ganz, ganz lange Freude. Hier holen sie sich die Wellness-Oase nach Hause. Träumen Sie da nicht auch manchmal davon? Man sieht das immer so in irgendwelchen Prospekten und der Luxusurlaub und der Wellnessurlaub und dann träumt man schon immer davon. Ja, aber meistens ist das ja auch unbezahlbar. Und diesen Wellnessurlaub, den machen wir bezahlbar für jeden Tag. Jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause, du bist vielleicht gereizt, du bist genervt, du bist gestresst von allem, was momentan im Umfeld so passiert. Vielleicht sind Sie auch ein bisschen traurig, weil wieder irgendwas passiert ist. Und dann setzen Sie sich neben den Zimmerbrunnen, so wie Vivian und ich das hier gerade machen. Und einfach mal den Fernseher ausschalten, einfach zur Ruhe kommen, vielleicht noch mit einem Glas Tee oder vielleicht gerne auch ein Gläschen Rotwein. Einfach, dass man auch mal sich selbst wieder was gönnt, oder? Einfach wirklich mal selbst was gönnen. Und das können Sie. Ich meine, wir machen das ja bezahlbar. Du weißt doch selbst, so Dekoration, deine ganze Wohnung ist super schön dekoriert. Ich will aber nicht wissen, was du dafür ausgegeben hast. Leider zu viel. Also, wir haben schon alle zu viel ausgegeben, Sie wahrscheinlich auch. Und das sind ja so Dinge, das wird einem ja erst im Laufe des Lebens bewusst. Mhm. Kennen Sie das? Also, ich bin ja jetzt eine sehr junge Generation. Und man macht sich zum Teil gar keine Gedanken darüber, wie viel Geld in so liebevollen kleinen Details wie Dekoration oder Teppichen und Co. steckt. Erst wenn man es selbst bezahlt hat. Deshalb hier 47,45 €. Wir sind da fair zu Ihnen und wir sagen auch, holen Sie sich eine tolle Luftqualität gerade jetzt zur kommenden Heizungsperiode nach Hause. Holen Sie sich auch die Entschleunigung nach Hause mit einem Zimmerbrunnen. Aber wir möchten Sie eben nicht jetzt hier im Umkosten stürzen und sind dabei hier unter 80, unter 70, unter 60, unter 50 für gerade einmal 47,45 € mit unserer Feldspalte unterwegs und der Bestellnummer NX905569. Wir haben jetzt auch noch zwei weitere Modelle, die wir Ihnen vorstellen dürfen. Und da bleiben wir mal beim gleichen TV-Sonderpreis und bei meinem Highlight heute hier in der Sendung. Das ist wirklich ein Highlight. Das ist ein Waldteich. Und auch hier reden wir nicht von einer echten Wurzel, sondern auch hier wieder von einem hochwertigen Material, verarbeitet, aber so detailreich, so originalgetreu. Jede Wurzelgrotte ein Unikat, weil es eben von Hand bemalt ist. Und diesen kleinen Waldteich können Sie sich jetzt nach Hause holen. Wenn ich das so nah sehe, da habe ich gleich das Bedürfnis, da reinspringen zu wollen. Es ist wirklich so süß gemacht. Da stellst du dir doch wirklich, ich weiß gar nicht, das letzte Mal im Wald spazieren. Wann war das? Ich erinnere mich noch früher als Kind. Da war ich ganz oft im Wald und habe da so kleine Hütten gebaut. Und das, ich finde, Wald hat man immer so schöne Erinnerungen. Oder mit der Oma am Bach gespielt oder mit Freunden. Ich habe da ganz tolle Erinnerungen, Pilze gesammelt. Nur je älter man wird, desto seltener macht man das irgendwie. Ja, weil man dann erst wieder rausfahren muss. Man kann ja auch manchmal gar nicht mehr. Manchmal lässt es ja auch die körperliche Verfassung gar nicht. Aber schön ist eben, dass Sie sich jetzt hier mit dem Zimmerbrunnen, mit dem Waldteich auch wieder dieses Stück Natur und vor allem auch diese schönen Erinnerungen und Momente nach Haus holen. Mhm. Übrigens, die Katzenbesitzer, die werden sich auch freuen. Ich glaube, die Kätzchen, die freuen sich auch mal mit dem Wasser so zuzuschauen und vielleicht mal zu trinken, oder? Ja, das machen ja Katzen ganz oft, dass sie dann, das sieht man ja oft, Katzen, die am Fenster sitzen und einfach nur rausgucken. Und hier könnte ich mir gut vorstellen, dass dann die Katzen davor sitzen, wie du sagst, vielleicht auch einen Schluck draus trinken. Trinken ist ja nur Leitungswasser, ist ja nichts anderes darin. Aber was mir auch besonders gut gefällt, ist dieses knochige Wurzelwerk. Wie man das eben in der Natur auch findet. Ja, so richtig knochig und wirklich hier so mit Moosanteil, das sieht man hier ganz, ganz schön. Und also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist. Haben Sie sich auch schon mal dabei ertappt, dass man plötzlich so stiert?
dass man etwas anstiert und plötzlich verfällst du in Tagträume. Und das habe ich ganz, ganz oft, wenn mir vieles durch den Kopf geht, dass ich manchmal plötzlich so anfange zu stieren und dann habe ich so Tagträume. Mhm. Und da habe ich gelesen, dass es ganz, ganz wichtig, dass man auch Tagträume hat. Warum? Ja, einfach für die Kreativität fördern, um mal abzuschalten, um dass das Gehirn auch mal wieder auf andere Gedanken kommt. Weil du hast, Tagträume sind ja immer schön, man hat keine schlimmen Tagträume. Tagträume sind immer was Positives. Und ja, ein Stück Positivität braucht doch jeder im Leben, oder? Da hast du recht. Da hast du recht. Übrigens stellen hier gerade unsere Zuschauer auch noch die Frage, ist denn der Waldteich auch handbemalt? Ja. Alle unsere Teiche, die wir hier heute vorstellen, sind alle handbemalt. Jeder Teich ein Unikat. Super hochwertig in der Verarbeitung, sehr, sehr elegant, sehr naturgetreu. Also wirklich qualitativ auf einem ganz hohen Niveau. Und normalerweise würde man für solche Teiche fürs Wohnzimmer richtig viel Geld ausgeben. Auch hier, ne, siehst du ja, Vivian, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 80 Euro. Ne? 80 Euro, das ist ja das, was wir eingangs gesagt haben. Für Dekoration kann man ein Geld lassen, das ist der Hammer. Mhm. Wir möchten da fair sein zu Ihnen. Sie bekommen natürlich hier das umfangreiche Set. Das Einzige, was Sie benötigen, ist einfach nur das Wasser, das Sie einfüllen und natürlich eine Steckdose. Eben nicht für die besagten 80 Euro UVP, auch nicht für 70, auch nicht für 60, sondern für 47,45 Euro bei diesem XXL-Zimmerbrunnen. Und wenn Sie generell schon mal geliebäugelt haben mit einem Teich oder zum Beispiel auch mit einem Brunnen, dann ist das jetzt ein Muss für Sie zuzugreifen. Dann nenne ich Ihnen auch für den Waldteich kurz die Bestellnummer, die lautet NX90045695, damit Sie den TV-Sonderpreis bekommen. Und Anne, ich stelle mir jetzt auch sehr, sehr schön vor, dass natürlich so ein Zimmerbrunnen in Kombination mit den Pflanzen, die man zu Hause hat, auch schön kombiniert werden können. Ja klar, kannst du Pflanzen dazwischen stellen, aber auch da hinein dekorieren. Das können Sie ja alles gestalten, wie Sie das möchten. Auch gerne mehrere Wurzelgrotten irgendwo dazwischen dekorieren. Das ist wirklich was unfassbar Schönes. Und wer im Wald spazieren geht, der weiß auch diese Ruhe zu schätzen. Also ich weiß Ruhe sehr, sehr gut zu schätzen. Ich wohne in Berlin, das ist alles andere als ruhig. Aber man hat eben im Alltag, auch wenn man jetzt nicht in der Großstadt wohnt, einfach so viele Geräusche, wo man einfach nicht abschalten kann. Und im Wald, das hat doch jeder schon mal erlebt, diese Ruhe. Das Einzige, was du dort hörst, sind ein paar Vögel, die zwitschern, ja, vielleicht auch so ein Plätschern oder vielleicht auch der Wind, der durch die Blätter fegt. Aber hast du da irgendein Störgeräusch? Nein. Ich verbinde Wald einfach mit Ruhe und so ein Stückchen heile Welt. Also so geht mir das. Und frischer Luft. Und frischer Luft, oder? Saubere Luft, ja. Wenn man an frische Luft denkt, wenn Sie an frische Luft denken, dann denken Sie entweder an die Berge, an das Meer oder an einen Wald. Und dieses Stückchen Wald und vor allem auch diese Luftqualität holen Sie sich mit einem Zimmerbrunnen jetzt nach Haus. Und wenn Sie sich für unseren Waldteich entschieden haben, sind Sie hier mit 47,45 Euro wirklich bei einem exzellent günstigen Preis. Hier mit der Bestellnummer NX90045695. Im asiatischen Raum gehen ja viele Waldbaden. Hast du davon schon mal gehört? Nee, noch gar nicht. Da gehen viele Waldbaden, um zum Beispiel den Blutdruck zu senken. Ja, und schwuppdiwupp, zack, sind die auf einmal im Teich, um den Blutdruck zu senken. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Das ist, glaube ich, so vergleichbar mit der Eisdusche zum Beispiel nach der Sauna. Wir schweifen aber ab, wir machen weiter für Sie mit unserem Zimmerbrunnen und kommen zu einem weiteren Highlight, das jetzt hier heute das hochpreisigste ist, das wir haben. Wir haben eine unverbindliche Preisempfehlung von 150 Euro, liebe Anne-Kathrin. 150 Euro bei einem Zimmerbrunnen, warum? Also das ist einfach ein Highlight, ein Design-Highlight. Schauen Sie sich mal hier diese Grotte an. Das ist eine Wurzelgrotte, habe ich so in freier Natur leider noch nie sehen dürfen, gibt es aber. Das ist was ganz Seltenes und das bekommen Sie hier nach Hause. Das heißt, auch hier wieder eine entspannte Wirkung. Hier plätschert von ganz oben das Wasser in die Grotte, wird unten aufgefangen und so hast du wirklich ein tolles Highlight in deinem Wohnzimmer. Ist auch sehr, sehr schön beleuchtet
Und das hat so was Magisches. Eine Grotte ist ja immer was Besonderes. Es gibt ja Salzgrotten, dann gibt es natürlich Wurzelgrotten, dann gibt es im Meer gibt es Grotten. Und das hat so was Magisches, was Zauberhaftes. Viele Grotten kommen ja auch in Märchen vor, ne? Und dieses besondere Highlight holt man sich jetzt in die eigenen vier Wände. Also ich würde auf jeden Fall zu dem Modell tendieren. Ich würde das auch gerne kombinieren mit vielen weiteren Modellen. Aber das ist so für mich mein Highlight. Da freust du dich jedes Mal und fühlst dich wirklich wie in einem Märchen. Was ganz Zauberhaftes, was Magisches, was Besonderes, was man eben in der Natur sehr selten findet. Viele Grotten sind übrigens auch noch gar nicht entdeckt worden von den Menschen. Es gibt wirklich viele nicht entdeckte Orte. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das rechtfertigt natürlich auch diese 150 Euro UVP. Dieses seltene, dieses wunderschön im Detail gestaltete Wurzelgröttchen, das Sie sich jetzt hier nach Hause holen. Eine Rarität, Anne-Kathrin, auch hier stellt sich die Frage, wieder handbemalt? Auch hier wieder handbemalt, auch hier jede Grotte ein Unikat. Guck dir doch mal, wie liebevoll das gemacht ist, wie liebevoll gestaltet, wie das Wasser da hineinplätschert und dann das Licht wird reflektiert in dem Bogen, wird dann wieder gespiegelt an der Wurzelgrotte und sowas ist wirklich was Besonderes. Ich finde, da kannst du dich gar nicht satt sehen, weil ich glaube, so liebevoll und so schön findest du es noch nicht mal mehr in der Natur. Da ist zwar Wasser, aber dieses Lichtspiel, das hast du in der Natur nicht so schön wie hier. Ja, zumal man es eigentlich nicht zu Hause hat. Du hast es schon gesagt, in der Natur kann man da mal auf Entdeckungsreise gehen. Aber wo hat man das zu Hause? Hier, mit Ihrer Bestellung heute. Super schön. Ich kann mir auch vorstellen, ich bin zum Beispiel früher immer mit meinem Vater Pilze suchen gegangen. Ich esse ja selbst gar keine Pilze. Null. Pilze ist jetzt nicht mein Ding. Aber das Pilze sammeln, das war mal ein Erlebnis. Und da sind wir wirklich zusammen mit der Familie in Gummistiefeln rausgefahren, haben dann mit Matschklamotten die Pilze dort gesucht. Der Papa hat gezeigt, welche man mitnehmen kann, welche nicht. Und sind dann dort rumspaziert im Wald und haben uns dann irgendwann zur Rast mit zu so einem Picknick entschieden mit unserem Hund damals. Mhm. Und da existieren viele Fotos. Und so wie es bei mir Fotos gibt, gibt es bestimmt bei Ihnen auch zahlreiche Fotos von vielleicht wunderschönen Urlauben in der Natur zum Beispiel. Wenn unsere Zuschauer jetzt sagen, Anne, sie entscheiden sich für die Wurzelgrotte, das sieht bestimmt auch schön aus, wenn da links und rechts mal Fotos mit Erinnerungen von der Natur stehen. Unbedingt. Also dekorieren Sie das nach Belieben, stellen Sie das auf nach Belieben, wo auch immer Sie möchten, weil Sie sind ja hier wirklich vollkommen flexibel. Sie brauchen lediglich eine Steckdose. Also das ist jetzt auch kein Aufwand, ne? Du füllst da einfach nur Wasser rauf, stellst es dort auf, wo du gerne möchtest, wo du auch mal wieder sagst, ich brauche einfach mal eine Veränderung, nicht nur im Leben, sondern auch in der Wohnung, einfach mal wieder was anders machen. Es muss nicht immer gleich ein Umzug sein, sondern man kann mit so kleinen Highlights auch wirklich was ganz Tolles bewirken. Und hier haben sie eben nicht nur ein dekoratives Highlight, sondern auch was für ihre Gesundheit, nämlich die Luftbefeuchtung. Und das ist so, so wichtig. Und wie du auch unseren Zuschauern gerade gesagt hast, werden viele Zuschauer auch wirklich mit dem Wald viele Erinnerungen haben, viele Verbindungen, vielleicht früher mit den Enkelkindern auch im Wald gewesen. Ich weiß auch, ich war früher mit meiner Oma immer im Wald und ich habe auch immer was mit nach Hause gebracht. Ja, ob das jetzt irgendwelche Tannenzapfen waren oder Pilze, die wir gesammelt haben. Irgendwas habe ich immer mit nach Hause gebracht oder so schönes Moos. Es ist einfach, mit Wald hast du immer Verbindungen und Erinnerungen. Wir hören gerade, dass schon zahlreich bestellt wurde. Oh ja. Das zeigt uns natürlich auch, dass Sie ein naturverbundener Mensch sind. Die Wurzelgrotte ist sehr, sehr stark nachgefragt, gerade schon bei Ihnen. Danke für Ihre zahlreichen Bestellungen. Danke vor allem auch, dass Sie sich entscheiden, natürlich hier zum kleinsten Preis, sich so ein Design-Highlight nach Hause zu holen. Gepaart mit einer tollen Luftqualität und natürlich, ich kann unsere Zuschauer da nachvollziehen und deshalb alles richtig gemacht, dass sie bestellt haben und alles richtig gemacht, wenn sie jetzt bestellen in den nächsten Sekunden. Gerade jetzt, Anne, die Heizperiode wird kommen.
Die Raumluft wird trocken. Wir haben über die trockenen Schleim heute schon gesprochen zu Beginn der Sendung. Man kann natürlich mit Luftbefeuchtern arbeiten, die irgendwo hinter den Türen versteckt werden, die unschön sind. Ja. Aber das ist doch die weitaus schönste Variante. Ja, unbedingt. Also es ist wirklich super schön, ein richtiges Highlight, was handbemalt ist. Jede Grotte, jeder Brunnen ein Unikat und da machen sie einfach alles richtig. Und die Preise, also gerade hier bei unseren kleinen Modellen mit 33 Euro nochmal, das ist jetzt auch 23 Euro. 23, da muss man gar nicht überlegen, ja. Da muss man keine Rücksprache halten und vor allen Dingen hat man da auch kein schlechtes Gewissen. Ach, ganz im Gegenteil. Sie freuen sich. Sie können nämlich jetzt schon mal überlegen, welche Zimmerbrunnen bei Ihnen zu Hause einziehen darf, in welchem Raum und wie Sie den dann auch passend in Szene setzen. Ja. Denn legen Sie da mal so ein paar Dekorationshighlights mit drumherum, ein paar Fotos, die Sie aufstellen oder zaubern Sie sich mit Räucherstäbchen und einem guten Tee einfach eine Ruheoase. Also, alles richtig gemacht. Wir können uns auf den goldenen Herbst freuen und wir sorgen für ein perfektes Raumklima bei uns dank der Zimmerbrunnen. Viel Spaß!